Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. In diesem Video zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie im SAP-ERP-System navigieren. Auf meinem Bildschirm sehen Sie jetzt schon das SAP Easy Access Menü, das wir auch in dem letzten Video schon mal kurz gesehen haben. Das SAP Easy Access Menü ist jetzt so aufgebaut, dass ich auf der linken Seite eine Reihe von Ordnern finde und diese Ordner gruppieren die verschiedenen Funktionalitäten in dem SAP-System anhand von fachlichen Begriffen. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Logistik angucken, dann finden wir in der Logistik die Materialwirtschaft. In der Materialwirtschaft finden wir sowas wie Bestandsführung. Ja, und darunter gibt es dann das Umfeld und im Umfeld gibt es den Bestand. Und hier gibt es jetzt die Anwendung Bestandsübersicht. Die kann ich doppelt klicken und dann öffnet sich die Anwendung zur Bestandsübersicht. Mit dieser Anwendung könnte ich mir jetzt anschauen, wie der Bestand für ein bestimmtes Material in meinem Werk oder in einem Lagerort ist. Über den grünen Pfeil hier oben komme ich jederzeit zurück. Alternativ kann ich auch die Taste F3 verwenden. Die führt mich auch zurück. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Ich klicke jetzt nicht, sondern drücke einfach nur die F3 und mit F3 komme ich dann wieder auf den vorherigen Bildschirm. Das funktioniert in allen Transaktionen in dem SAP-ERP-System. Ich habe jetzt gerade den Begriff Transaktion verwendet. Transaktion bitte hier nicht verstehen wie eine betriebswirtschaftliche Transaktion in der Buchhaltung. Oder auch nicht so verstehen, wie wir uns das in Informationssysteme gelernt haben. Eine Datenbanktransaktion in dem Kontext von SAP, ERP werden Programme häufig auch einfach als Transaktionen bezeichnet. Also wenn ich im Rahmen dieser Veranstaltung den Begriff Transaktion verwende, dann rede ich eigentlich immer von einem Programm. So. Können uns jetzt auch mal einen anderen Bereich anschauen. Öffnen wir nicht die Materialwirtschaft, sondern unterhalb des Vertriebs und da zum Beispiel den Verkauf und den Ordner Auftrag. Da finden wir jetzt die Anwendung zum Anlegen von Aufträgen. Auch hier komme ich jetzt wieder mit F3 zurück auf den Ursprungsbildschirm. An dem Easy Access Menü will ich Ihnen eigentlich jetzt noch zwei Sachen zeigen. Das erste ist, Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Transaktionen zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Sie können damit sozusagen so ein Bookmark erstellen wie im Browser für Transaktionen, die Sie häufig benötigen. Bevor wir das jedoch machen, ändern wir noch eine Einstellung. Hierzu gehen wir auf Zusätze und Einstellungen. Und in diesem Menü ist es wichtig, jetzt diesen Bereich anzuklicken. Technische Namen anzeigen. Das mache ich jetzt einfach einmal. Wenn ich das klicke, sehen Sie, dass sich das Menü wieder schließt. Und wir öffnen jetzt nochmal den Bereich, in dem wir gerade waren. Das war Logistik, Vertrieb, Verkauf und der Auftrag. Und Sie sehen, was sich jetzt geändert hat, ist, dass es hier zusätzlich zu dem Text solche kryptischen Kürzel gibt, wie zum Beispiel VA01. Bei diesen Kürzeln handelt es sich um die sogenannten Transaktionscodes und mit diesen Transaktionscodes kann man die Anwendung direkt aufrufen, ohne im Menü navigieren zu müssen. Und wie funktioniert das? Diesen Transaktionscode kann ich hier oben in diesem Bereich eingeben und dann wird die Anwendung direkt gestartet. Also versuchen wir das mal. Ich gebe hier die Transaktion VA01 ein und bin in der Anwendung Kundenauftrag anlegen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich verwende hierzu wieder das Kürzel F3. Und jetzt versuchen wir mal eine andere Transaktion. Ich versuche mal die Transaktion MMBE. Das ist die Transaktion für die Bestandsübersicht. Und auch das funktioniert. Jetzt bin ich in der Bestandsübersicht. So, eigentlich wollte ich Ihnen zeigen, wie man Favoriten anlegt. Favoriten können Sie ganz einfach anlegen. Es gibt zwei Wege. Entweder Sie navigieren im Navigationsbaum zu dem Bereich,
der Anwendung oder der Transaktion, die Sie hinzufügen wollen, machen Sie einen Rechtsklick zu Favoriten hinzufügen. Und jetzt sehen Sie, hier oben bei mir wurde diese Transaktion zum Anlegen von einem Kundenauftrag hinzugefügt. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie hier auf den Favoriten rechtsklicken und sagen Transaktion einfügen. Und jetzt benötigen Sie genau diesen Transaktionscode, MMBE. Und wenn ich das bestätige, sehen Sie jetzt, dass ein neuer Favorit zur Bestandsübersicht hinzugefügt wurde. Ein ganz kurzer Satz noch zu diesen Transaktionscodes. Die sind erstmal für Sie sehr kryptisch. Ich werde relativ häufig gerade mit den Transaktionscodes arbeiten. Am Anfang wird Sie das ziemlich verwirren. Sie würden sich nicht vorstellen können, wie Sie sich jemals diese Transaktionscode merken sollen. Das geht jedem so, der mit einem SAP-System arbeitet. Aber wenn Sie relativ häufig mit dem System arbeiten, werden die Transaktionen, die Sie auch häufig verwenden, die Kürzel werden Sie irgendwann können und werden deshalb schnell in dem System arbeiten können. Der Zugriff auf eine Anwendung ist dann viel einfacher, viel schneller, als wenn Sie die Anwendung zuerst mühsam im Menü suchen müssen. Damit Sie diese Transaktionscode lernen können, müssen Sie natürlich auch wissen, wie die heißen, und deshalb haben wir die uns gerade eingeblendet, sodass die im Menü auch angezeigt werden. So, damit haben wir eigentlich das meiste gesehen, was ich über das Easy Access Menü Ihnen zeigen kann. Als nächstes gebe ich Ihnen noch einen kleinen Hinweis dazu, wie Sie mit den Transaktionscodes arbeiten. Was wir ja schon gesehen haben, ist, dass ich zum Beispiel mit dem Transaktionscode VA01 in das Anlegen eines Kundenauftrags komme. Wenn ich jetzt an dieser Stelle in eine andere Transaktion wechseln will, also zum Beispiel in die MMBE, dann funktioniert das nicht. Stattdessen kriege ich irgendwie eine Fehlermeldung, füllen Sie alle Mussfelder aus. Der Hintergrund ist, dass ich mich jetzt innerhalb von einer Anwendung befinde. Um von einer Anwendung in eine andere Anwendung wechseln zu können, muss ich die aktuelle Anwendung erst beenden. Und das kann ich mit diesem Kürzel /n machen. Wenn ich hier das Kürzel /n eingebe, ja, lande ich wieder in dem Easy Access Menü. Und in Kombination mit einem Transaktionscode können Sie ebenso das Zurücknavigieren in das Access Menü und das Öffnen der neuen Anwendung vereinfachen. Das zeige ich Ihnen nochmal. Wir gehen wieder in die Transaktion VA01. Und ich will jetzt in eine andere Transaktion wechseln, nämlich in die Transaktion Bestandsübersicht. Das mache ich jetzt, indem ich das Kürzel /n angebe und dann den Transaktionscode. Und jetzt lande ich da. Eine Reihe von diesen Kürzeln, die hilfreich sind, habe ich Ihnen in den Folien, die Sie auf dem ILIAS finden, zusammengestellt. Die werde ich Ihnen jetzt nicht weiter im Detail erläutern. Die können Sie sich einfach mal angucken. Wenn ich im Rahmen der Vorlesung mit dem SAP-System arbeite, werde ich ganz häufig nur mit einem Bildschirm arbeiten. Das ist aber nicht notwendig. Es ist natürlich möglich, dass Sie mehrere Tabs in Ihrem Browser öffnen und parallel verschiedene Anwendungen ausführen. So kann ich jetzt zum Beispiel hier, nehme ich wieder die Transaktion MMBE und in dem anderen Tab öffne ich mal die Transaktion VA01, ja, und da kann ich parallel arbeiten. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie in einer Transaktion vielleicht Informationen eingeben möchten, die Sie erstmal mit einer anderen Transaktion suchen müssen. Wir arbeiten hier im Webbrowser. Das hat den Vorteil, dass Sie eigentlich eine beliebige Anzahl von Tabs aufmachen können und darin Anwendungen oder Transaktionen im SAP-ERP-System starten. Das wird relativ schnell unübersichtlich. Von daher, ja, sollten Sie sich darauf beschränken, wahrscheinlich maximal 3 oder 4 Tabs offen zu haben. Sonst wissen Sie eh nicht mehr, welche Anwendung in welchem Tab offen ist. Aber technisch gibt es da erstmal keine Beschränkung. Was wir ansonsten noch sehen hier, neben diesem Feld zum Eingabe der Transaktionscodes, sind eine Reihe von Icons. Hier gibt es so einen grünen Icon, dann gibt es hier so ein Icon, der aussieht wie eine Diskette. Es gibt hier 3 Icons und es gibt ein Icon zum Drucken. Und es gibt ein Fragezeichen. Die würde ich Ihnen jetzt
im Rahmen dieser Transaktion einfach mal ganz kurz erklären. Und zwar, wir befinden uns jetzt in der Transaktionsbestandsübersicht. Ich möchte jetzt gern die Bestandsübersicht für ein bestimmtes Material haben. Ich weiß zufällig, dass es in unserem System das Material DXTR 1000 gibt. Das habe ich jetzt eingegeben und ich drücke jetzt auf Enter und Sie sehen, dass nichts passiert. Ja, ich drücke nochmal auf Enter, es ändert sich gar nichts. Das sieht aber nur für Sie so aus. In Wirklichkeit passiert einiges. In Wirklichkeit werden im Hintergrund die Daten, die Sie eingegeben haben, validiert. Und das ist auch genau die Funktionalität, die hinter diesem Icon steckt. Es wird validiert, ob Ihre Eingaben valide sind. So, ich werde das jetzt mal provozieren, dass Sie sehen, dass da wirklich was passiert, wenn ich Enter drücke, indem ich hier beim Werk einfach irgendeinen Blödsinn eingebe, den Wert XX. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann sehen Sie, ich bekomme eine Fehlermeldung hier unten, dass dieses Werk nicht vorhanden ist. Von daher entfernen wir jetzt diese Falscheingabe wieder. Ich bestätige nochmal mit Enter. Und damit weiß ich, da ich durch keine Fehlermeldung bekomme, dass meine Eingaben valide sind. Wie kann ich jetzt aber dieses Programm ausführen? Ich möchte ja wissen, wie ist der Materialbestand zu einem bestimmten Material. Das funktioniert über diesen Icon hier. Das ist der Icon Ausführen. Oder, und das gilt SAP-systemweit über F8. Immer dann, wenn Sie irgendwas tun wollen, irgendwas ausführen, wenn Sie so einen Selektionsbildschirm haben wie hier, mit dem Daten selektiert werden sollen und Sie würden das gern ausführen, also was tun, dann müssen Sie nicht Enter drücken, weil wir haben gelernt, Enter validiert nur Ihre Eingaben, sondern F8. Und mit F8 wird dann die Anwendung aufgeführt. Und jetzt sehen wir hier den Materialbestand in unseren verschiedenen Werken zu diesem Material. Was das im Detail fachlich bedeutet, da gehen wir noch später drauf ein. Jetzt an der Stelle wollte ich Ihnen erstmal nur zeigen, wie so eine Transaktion funktioniert und den Unterschied zwischen Enter und Ausführen erklären. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, wieder mit F3. Und jetzt sehen Sie, ich lande nicht im Easy Access Menü, sondern ich lande erstmal wieder auf diesem Selektionsbildschirm. Also ich bin genau einen Schritt zurückgegangen, was ja, zurück ja auch aussagt. Damit sind wir bei diesen drei Icons hier oben. Diese drei Icons, hinter denen befinden sich die Funktionen zurück, die haben wir schon kennengelernt, abbrechen und die Anwendung verlassen. So, den Unterschied davon zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Also ich führe das hier nochmal aus. Zurück und F3 kennen wir schon. Ich komme einfach auf den Bildschirm zuvor. Was passiert, wenn ich hier auf Abbrechen klicke? Ja. Das sieht erstmal in dieser Transaktion genauso aus. Ich komme auf den zuvor geöffneten Bildschirm. Und das gleiche tun wir jetzt nochmal mit diesem gelben Pfeil. Beenden. Ja, mit Beenden, da sieht man jetzt einen Unterschied, beendet sich die Transaktion. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen drei Icons? Zurück, beenden und abbrechen. Zurück kommen Sie auf das vorherige Bild. Mit Beenden beenden Sie die aktuelle Anwendung. Gegebenenfalls bekommen Sie eine Frage, ob Daten, die Sie eingegeben haben, vorher noch gespeichert werden sollen. Und mit Abbrechen beenden Sie die Anwendung, ohne zu speichern. Auf die weiteren Icons, die es hier oben in dem Menü gibt, gehen wir jetzt mal nicht im Detail ein. Die Hilfe ist noch spannend, die zeige ich Ihnen aber jetzt direkt wieder im Rahmen von einer Anwendung. So, und wie machen wir das? Das machen wir anhand der Transaktion MMBE. Die Hilfe wird eine der Funktionen sein, die Sie ganz häufig verwenden. Sie sehen jetzt schon an dieser Transaktion, dass die Anwendungen im SAP-System häufig relativ komplex sind. Und zusätzlich werden in der SAP-Welt noch ganz bestimmte Begriffe verwendet, die Ihnen vielleicht auch nicht unbedingt geläufig sind. Ja? Unter Material oder im Werk kann man sich noch was vorstellen, aber bei einer Charge oder einem Sonderbestandskennzeichen, da wird es schon spannend, um was es sich dabei handelt.
Was aber im SAP-System an jeder Stelle funktioniert, ist, dass Sie in so ein Feld klicken können und auf F1 drücken. Und dann bekommen Sie eine Hilfe. In diesem Fall Chargennummer und eine Erklärung dazu. Und das Spannende ist, dass sogar bestimmte Links hier existieren. Also wenn Sie jetzt wissen wollen, um was es bei einem Material geht, dann können Sie auch darauf klicken und kommen noch mal ein Stück weiter. Außerdem haben Sie aus dieser Kurzhilfe die Möglichkeit, noch hier in das SAP-Hilfeportal zu wechseln mit diesem Icon. Und dann dort weitergehende Hilfe zu finden. Ich klicke jetzt mal drauf. Wir sehen, was passiert. Dann öffnet sich das SAP-Hilfeportal. Hier könnte ich jetzt eben einen Suchbegriff eingeben, wie zum Beispiel Charge, und würde dann entsprechende Hilfe zu Chargen finden. So. Diese F1-Hilfe funktioniert eben auf jedem Feld. Und jetzt können wir das auch mal bei einem Sonderbestandskennzeichen machen. Ja, und auch da bekommen wir eine Info dazu. An dieser Transaktion kann ich Ihnen außerdem noch zwei weitere Funktionen zeigen. Das eine ist die Wertehilfe. Was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, wenn ich hier in eines der Felder klicke, ändert sich die Darstellung und es gibt hier so einen kleinen Icon, der dazukommt. Dabei handelt es sich um die Wertehilfe. Ja. Ich habe hier vorher zum Beispiel einfach eine Materialnummer eingegeben. Sie wissen aber nicht die Materialnummern, die es in unserem System gibt. Also wie können Sie eine Materialnummer eingeben? Das funktioniert zum Beispiel genau über die Wertehilfe. Ich kann entweder hier auf die Wertehilfe klicken oder noch viel einfacher, über F4 bekomme ich auch immer die entsprechende Wertehilfe. Und Sie sehen jetzt hier, dass es eine Suchmaske gibt mit verschiedenen Varianten, wie ich Materialnummern suchen kann. Ich kann zum Beispiel über den Kurztext suchen. Ich weiß, es gibt sowas wie Profi-Fahrräder in unserem System. Jetzt gebe ich einfach hier mal Profi ein und suche danach. Und jetzt sehen Sie, ich bekomme eine längliche Liste von Fahrrädern. Und die entsprechenden Materialnummern dazu, die ich jetzt auch verwenden könnte. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass ich jetzt gerade, ich mache das nochmal, beim Eingabe des Materialsuchtextes einen Stern vor den Text geschrieben habe und auch einen Stern danach. Warum habe ich das gemacht? Der Stern ist ein Platzhalter und er steht für eine beliebige Zeichenkette. Wenn ich einfach nur nach Profi hier suchen würde, bekomme ich kein Ergebnis. Es gibt kein Material im System, das nur Profi heißt. Die Materialien heißen irgendwie sowas wie Profi, Tourenbike und so weiter. Deshalb habe ich eben gesucht nach einer beliebigen Zeichenkette, dargestellt durch den Platzhalter Stern, gefolgt von Profi, gefolgt von einer beliebigen Zeichenkette, wieder dargestellt durch den Stern. Und wenn ich das mache, dann sehen Sie auch, wieso wir diese Ergebnisse bekommen haben. Zum Beispiel habe ich hier was bekommen, das beginnt mit der Zeichenkette 011, Produktgruppe Leerzeichen, dann kommt mein Profi und dann kommt das Touringbike. Ja. Und dass Sie jetzt erkennen, dass dem auch tatsächlich so ist, suche ich jetzt mal mit dem Beginn 011. Also ich will versuchen, genau diese Produktgruppe zu identifizieren. Wenn ich jetzt nur mit 011 suche, finden wir wieder nichts. Mit 011 gefolgt von dem Stern finde ich jetzt alles, was mit 011 anfängt. Und das sind in diesem Fall 5 Materialien. So. Und was ich Ihnen gerade schon mal gezeigt habe, es gibt hier verschiedene Varianten, wie Sie suchen können, je nachdem, wo Sie fachlich gerade unterwegs sind. Das werden wir sehen, wenn wir uns dann im Detail mit Material auseinandersetzen. Ja, und diese Wertehilfe, die funktioniert in sehr vielen Feldern. Ich zeige Ihnen das mal für das Werk. Wenn ich jetzt hier auf F4 drücke, dann bekomme ich die Auswahl der Werke, die in unserem System hinterlegt sind. Ich wähle jetzt mal das Werk in Heidelberg aus und ich gebe jetzt wieder eines unserer in dem System vorhandenen Produkte ein.
Und wenn ich jetzt ausführe, dann sehen Sie jetzt, ich bekomme plötzlich nur noch den Bestand, der dem Werk Heidelberg zugeordnet ist und nicht mehr den Komplettbestand. So, damit haben wir gesehen, wie die Wertehilfe funktioniert. Sie haben vielleicht schon eine Kleinigkeit gesehen, die auch funktioniert. Es gibt nämlich so eine Art Type-Ahead-Suche im SAP-System. Was ist eine Type-Ahead-Suche? Das ist das, was Sie zum Beispiel aus Google kennen. Wenn Sie da einen Suchbegriff eingeben und Sie haben die ersten paar Zeichen eingegeben, kommt so eine Vervollständigung, was denn mögliche sinnvolle Vervollständigungen des Suchbegriffs sind. Und das funktioniert in dem SAP-System auch. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel DXT eingebe, ja, bekomme ich jetzt hier mögliche Vervollständigungen. Zum einen, ja, ich gebe das nochmal ein, DXT. Ja, zum einen bekomme ich Vorschläge, was ich zuvor eingegeben habe, ja, meine letzten Eingaben, und mögliche Vervollständigungen, eine Auswahl davon. Und ich könnte von hier auch auf jetzt auf alle Suchergebnisse wechseln. Ja, und dann sehen Sie, was hier als Möglichkeiten zurückkommt. Das ist schon sehr hilfreich, weil ich kann nämlich jetzt zum Beispiel, wenn ich weiß, dass es... und diese Type-Ahead-Search, die ist sehr hilfreich, weil die kann ich auch wieder mit diesem Stern kombinieren. Ich kann zum Beispiel eingeben D-Stern 1000. Jetzt bekomme ich alle Produkte, die mit dem D anfangen und mit 1000 ändern. Ja, und Sie sehen, es gibt hier zwei Stück. Und jetzt kann ich das entsprechende Produkt auswählen, das ich gerne hätte. Auch diese Type-Ahead-Search funktioniert überall da, wo es auch eine Wertehilfe gibt. Wenn ich zum Beispiel im Lagerort in F eingebe, dann bekomme ich hier die möglichen Vervollständigungen von Lagerorte, die an der Stelle eben sinnvoll sind. So. Und damit haben wir jetzt fast alles geschafft. Das Letzte, was noch fehlt, ist die Mehrfachauswahl. Und die kann ich Ihnen an dieser Transaktion auch sehr schön zeigen. Ich wähle mal wieder mein Standard-Demo-Material aus, das DXTA 1000. So. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass es hier so bestimmte Eingabefelder gibt, bei denen nicht nur ein Eingabefeld da ist, sondern zwei Eingabefelder und nochmal so einen kleinen Pfeil. Und das sind Felder, für die eine Mehrfachauswahl erfolgen kann. Was heißt eine Mehrfachauswahl? Was ich gerade hier gemacht habe, ich habe die Suche eingeschränkt auf das Werk Heidelberg. Aber vielleicht würden mich ja alle deutschen Werke interessieren. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich hier auf die Mehrfachselektion klicke. Und dann angebe, dass ich den Bestand für das Werk HD00 und HH00, das sind die Werke in Heidelberg und Hamburg, das Kürzel weiß ich zufällig auswendig, anwähle. Und wenn ich das tue und jetzt die Transaktion ausführe, dann bekomme ich genau diese Information. Dass ich jetzt eine Mehrfachselektion durchgeführt habe, erkennen Sie daran, dass hier der Icon sich geändert hat. Er ist jetzt plötzlich grün hinterlegt. Das heißt, es gibt jetzt eine Menge von Werten, die hier hinterlegt sind. Dass das funktioniert, zeige ich Ihnen auch mal kurz. Ja, das Ergebnis enthält allerdings leider nur HD00, weil in unserem Werk in Hamburg gibt es keinen Bestand. So, dass das jetzt tatsächlich funktioniert, da muss ich mal meine Suche anpassen. Ich meine, es gibt auch einen Bestand in dem Werk DL00. Führen wir das nochmal aus. Ja, und jetzt sehen Sie eben genau das. Ich bekomme jetzt für Heidelberg und Dallas den Bestand. Was Sie bei der Mehrfachselektion auch sehen, ist, dass Sie hier relativ komplexe Selektionen aufbauen können. Ich habe jetzt hier gerade Einzelwerte selektiert. Die lösche ich nochmal. Ich könnte genauso gut ein Intervall selektieren. Ich könnte sagen, ich hätte gern alles, was zwischen A00 und... was nehme ich denn? Und F00 sich befindet. Ja, also ein Intervall selektieren. Na, was passiert, wenn ich das jetzt ausführe? Ja, dann sehen Sie, in diesem Bereich befindet sich nur das Werk in Dallas. Deshalb bekomme ich jetzt nur das Werk in Dallas.
Was Sie außerdem sehen, ist, dass genau dafür diese zwei Eingabefelder schon da sind. Also genau an dieser Stelle hätte ich das auch direkt, ohne über die Mehrfachselektion gehen zu können, tun können und so einen Bereich auswählen. Und das ist eben recht mächtig. In ganz vielen Anwendungen, die in dem SAP-System vorhanden sind, haben Sie diese Möglichkeiten der Mehrfachselektion und Sie können sich solche Selektionen dann immer aufbauen, um genau an die Daten zu kommen, die Sie benötigen. Und weiterhin ist noch das Tolle, dass Sie, wenn Sie hier sich so eine komplexe Selektion aufgebaut haben, diese auch speichern können. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf diesen Speicherknopf. Und was jetzt passiert, ist, dass so ein Fenster aufgeht, da steht irgendwas wie Variantenattribute. Ich speichere jetzt eine Variante, der gebe ich mal einen Namen. Ich nenne die Z. Z ist so eine Konvention im SAP-System. Alles, was mit Z beginnt, ist das, was der Anwender angelegt hat. Ich nenne die mal Z-Demo. Demo von Varianten. So, und jetzt kann ich hier verschiedene Dinge auswählen, das mache ich überhaupt nicht, sondern ich speichere die Variante jetzt einfach mal so, wie sie ist. Und was Sie jetzt gesehen haben, ist, dass hier plötzlich ein neuer Icon hinzugekommen ist. Und was hilft mir dieser Icon? Ich gehe jetzt mal aus der Anwendung raus. Wir starten die Bestandsübersicht neu. Ja, Sie sehen, der Icon bleibt vorhanden. Und ich kann jetzt da draufklicken und kann sagen, ich würde gern meine Selektionsvariante auswählen. Die Z-Demo, die ich gerade angelegt habe. Und dann werden die Felder entsprechend vorbelegt, so wie ich das gerne hätte. Ja, das heißt, ich kann, wenn ich mir eine komplexe Selektion aufgebaut habe, die auch speichern, um sie später verwenden zu können. Das werden wir im Rahmen von dem Praktikum nicht benötigen. Aber das wollte ich Ihnen einfach zeigen, der Vollständigkeit halber, wenn Sie wirklich produktiv mit einem SAP-System arbeiten in einem Unternehmen, dann ist das ein Feature, das Sie sehr gut einsetzen können, um zum Beispiel immer Ihre Kunden zu selektieren. Oder die Produktionsaufträge der nächsten Woche, die Sie kontrollieren müssen. Oder was auch immer fachlich eben gefordert ist. Ja, es gibt jetzt noch eine Sache, die ich Ihnen zeigen möchte. Wenn Sie sich zum ersten Mal angemeldet haben, starten Sie bitte einmal die Transaktion SU3. In dieser Transaktion SU3 können Sie Ihre persönlichen Daten hinterlegen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel bei dem User, den ich verwende, hinterlegen, dass meine Anrede Herr ist, Nachname ist Drum und Vorname ist Christian. Ich könnte jetzt noch akademischen Titel und Adressdaten, das brauchen wir eigentlich gar nicht, aber zumindest mal meinen Namen, Vor- und Nachnamen hier hinterlegen und das Ganze speichern. Machen Sie das bitte für Ihren User, das gibt mir die Möglichkeit, später die Benutzer einfacher zuzuordnen. Und außerdem gibt es verschiedene Stellen im SAP-System, wo Sie dann ganz freundlich mit Ihrem Namen begrüßt werden und nicht einfach nur mit einem kryptischen Benutzernamen. So, das war schon alles, was ich Ihnen heute bezüglich der Navigation zeigen wollte. Im Rahmen der Fallstudie Navigation werden Sie das alles auch einmal selbst durchspielen und dazu ein paar Fragen beantworten und danach sind Sie gut gerüstet für den Rest des Semesters. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Video.